Die Wirtschaftskammer lädt alljährlich zum Neujahrsempfang in ihre Räumlichkeiten. Der Obmann der Regionalstelle Bruck bezeichnet dieses Treffen als Dankeschön für die gute Zusammenarbeit mit Behörden, Einsatzorganisationen und Wirtschaftstreibenden und wirft natürlich einen Blick zurück auf das abgelaufene Konjunkturjahr. Die Wirtschaft ist eigentlich sehr positiv gestimmt, also der Konjunkturverlauf war gut. Auch die Aussichten für 2019 sind grundsätzlich positiv, aber bei einer Umfrage weiß man, da ist man ein bisschen vorsichtig. Also ich hoffe, dass dann die Entwicklung nicht schlechter wird wie im letzten Jahr. Auch wenn man optimistisch in die Zukunft blickt, ein wirtschaftliches Sorgenkind gibt es dennoch. Was uns Probleme bereitet, ist in der Gastronomie, wo wir doch die eine oder andere Schließung haben. Da geht es natürlich auch um Nachfolge. Und ja, da ist, sag ich mal, das ist ein bisschen so eine Träne dabei. Der Neujahrsempfang stand ganz im Zeichen von Fachkräfte, Lehre, Ausbildung. Immer weniger junge Menschen wollen einen Lehrberuf ausüben. Hier sind auch die Unternehmer gefordert, entgegenzuwirken. Stellen Sie sich der Jugend, gehen Sie in die Schulen, gehen Sie auf Messen, diskutieren Sie mit den Schülern, stellen Sie sich Ihren Fragen und nehmen Sie ihnen Sorgen, Ängste, aber sagen Sie auch, easy cheesy ist nicht, das heißt Leistung ist gefragt. Ein Aufwand, der sich am Ende für beide Seiten bezahlt macht. In Wirtschaft steckt ja auch das Wörtchen wir und das heißt, wir als Region müssen zusammenhalten, gemeinsam Projekte entwickeln, Ideen entwickeln und auch ein Stück stolz zu entwickeln auf eine der besten Regionen, die es in Österreich gibt. Und das ist die Wirtschaft, das ist auch unser Gesundheitssystem, Sozialsystem, unsere ökologische Ausrichtung. Also die Region und die Städte brauchen sich nicht zu verstecken.